Guten Tag, liebe Wanderfreunde. Ich bin heute unterwegs von Jaun nach Chamé. Ich habe vor, ungefähr 11,6 Kilometer heute zu wandern. Mein Startpunkt liegt auf 1015 Meter über Meer. Jaun hat ungefähr 659 Einwohner. Hier überquere ich den Jaunbach. Ganz ein schöner Wanderweg führt mich hier durch dieses Seitental Richtung Jaunbach. Vorne sieht man schon die Essenhäuser von Jaun. Heute Morgen ist es noch ziemlich kühl, da die Sonne noch nicht über die Berge mag. Jaun ist übrigens die einzige deutschsprachige Gemeinde im Greyerzer Bezirk im Kanton Freiburg. Wirklich ein sehr, sehr schöner Wanderweg hier, bequem zu gehen. So langsam komme ich näher dem Jaunbach. Da ist er schon. Hier sieht man das erste Kraftwerk am Jaunbach, da oben die alte Kirche. Die wird heute noch genutzt für Konzerte und sonstige Veranstaltungen. Da wieder das Kleinkraftwerk. Oben sieht man schon das heutige Highlight. Es ist eine Karstquelle. Man weiß nicht, von wo genau das Wasser herkommt. Taucher drangen bis etwa 300 Meter in die Höhle hinein. Weiter hinein ist fast unmöglich, da der Wasserdruck zu groß ist. Das Interessante an dieser Höhle ist auch, dass das Wasser von unten nach oben steigt. Die Taucher sind hier bis auf etwa 80 Meter hinabgetaucht. Ein sehr schönes Naturschauspiel. Jaun, lieber. Die schöne alte Kirche und oben im Dorf sieht man die neue Kirche. Hier in das Wassersammelbecken wird sogar Geld reingeworfen. Da muss ich ein wenig aufpassen, weil die Straße ist ein bisschen glatt. Wir hatten ja letzte Nacht Minustemperaturen. Hier, wo lange keine Sonne hinkommt, ja, muss man halt noch mit Straßenwetter rechnen.
Outro. Hier hat der Jaunbach fast kein Wasser mehr. Da er oben, ja, durch das Kraftwerk fließt das Wasser und weiter unten ist auch nochmal ein Kraftwerk. Da fließt der Bach durch einen Stollen. Da vorne sieht man schon das zweite kleine Kraftwerk. Hier kommt das Wasser wieder raus aus dem Stollen, aus dem Kraftwerk. Und fließt hier der Fluss durch den Bachbenzin. Übrigens, meine Wanderstrecke ist sehr schön zum Gehen. Sehr gute, ausgebaute Wanderwege. Übrigens, meine Wanderungen plane ich fast alle auf Komoot. So brauche ich keine Karte mehr und kann alles navigiert wandern. Hier kommt das Wasser wieder in den Jaunbach rein. Es ist einfach noch ziemlich kühl heute Morgen, aber so wirklich angenehm zum Wandern. Sehr schön hier am Jaunbach entlang. Wirklich ein toller Wanderweg. Dieser Weg ist auch, ja, für nicht so geübte Wanderer oder auch für Familien mit Kindern sehr geeignet. Und wieder eine Brücke, aber die überqueren wir dieses Mal nicht. Dann ein schönes Teilstück hier den Jaunbach entlang durch dieses Laub. Die Sonne hat bis jetzt immer noch keine Chance,
hier verunglückt zu scheinen. Es sind halt große Berge, die der Sonne in die Quere kommen. Schöne Ebene da in dem Yangtal. Der Sonnenstand ist noch weit, weit oben. Und ich muss noch wahrscheinlich länger im Schatten wandern. Aber das macht mir nichts aus. Vorne rechts sieht man noch einen Teil von der Galerie. Schon wieder überquere ich den Jaunbach. Da habe ich wieder ganz einen romantischen Weg. Zwischen diesen Birken hindurch und auf der rechten Seite wieder der Jaunbach. Und die Sonne kommt auch langsam, aber sicher ins Tal runter. Bei dieser Tour heute geht es meistens bergab. Ich habe nur ganz, ganz wenige, wirklich minimale Steigungen drin. Übrigens hier diese Strecke bin ich marschiert, nicht gesprungen, wie es aussieht. Ich habe hier nur den Filmlauf ein bisschen beschleunigt. Schön hier. Auch, ja, im Tal unten. Trotzdem noch ziemlich eine schöne Aussicht.
So, jetzt laufe ich hier schön in der Sonne. Endlich hat sie den Talboden erreicht. So, und nun überquere ich schon wieder eine Jauntalbrücke. Schöne Selbstfarben. Einfach wunderschön durch diese Landschaft zu wandern. Schöne Berge. Wunderschön diese Aussicht da. Die drei gute Berge hinein. Hier entferne ich mich ein wenig vom Langbach in diese schöne Wiese Richtung diesem Hof. Aber das ist nur ein kurzes Teilstück, wo ich vom Jaunbach entfernt bin. Von da oben komme ich her, also vom linken Tal. Wirklich toll da. Hier laufe ich an einem Seitengraben entfernt, der wahrscheinlich bei Hochwasser auch ein bisschen mehr Wasser führt als heute. Da sieht man noch Restwasser, natürlich für diverse Lebewesen ein Paradies. Hier kommen die beiden Flüsse zusammen.
wunderschön, da durch diesen Wald zu gehen. Große Blue da vorne, etwa in der Mitte vom Bild, ist ein großer Steinbruch, der noch abgebaut wird. Hier auf der rechten Seite ist die Abbaustelle. Hier noch ein kurzes letztes Stück den Langbach entlang, bevor ich in die Vororte von Jarmet komme. Jarmet ist noch auf 887 Meter über Meer und hat 1993 Einwohner. Es ist ja ein bekannter Touristenort. Das Zentrum hat auch sehr, sehr viele alte Häuser noch. So, ich danke euch, dass ihr diesen Film angeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr könnt mir einen Daumen nach oben geben. Danke.